Oryx könnte überall auf dem Grabschiff sein. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir ihn finden. Doch wir haben keine Zeit. Die Kabale waren jedoch lange genug dort, um echte Infos zu sammeln. Der Weg zu Oryx liegt auf ihrem Schiff. Die Kabale stehen noch. Mehrere Überlebende. Überleben ist eine temporäre Kondition. Kämpfe dich durch sie durch und gelange in ihr Schiff. Und damit seid herzlich gegrüßt zu einer weiteren Folge von Destiny. Heute in einer täglichen heroischen Mission, die überwiegend immer auf schwer ist. Was man bekommen kann, ist natürlich legendäre Marken. Das schon mal garantiert. Wer kämpft so hart darum, ein abgestürztes Schiff zu beschützen? Ja, und das ist eine Mission, die wir schon mal hatten. Und ich habe gedacht, komm, masse mal, versuche, tuße. Und ich hoffe, dass es gut gehen wird. Was natürlich sicherlich schwer sein wird, weil die Aufgabe ist auch schwer. Und ich bin jetzt mit der neuen Waffe hier, die wir in der letzten Folge gedroppt bekommen haben. Muss ich erstmal damit warm werden. Habe ich lange nicht mehr gehabt. Ja, Magiekind, du musst aber auch natürlich gelevelt werden, aber vom Feinsten. Ja, ja. Kriegen wir ja schon alle gewonnen. So, ja, aber klar, dass du, Hiopai, da jetzt Stress machst. Ja, komm her, zack, 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 zack. Oh, du willst nicht? Du wirst aber. Oh ja, bitte her, mit dem schweren Zeug. Oha. Das wird gemütlich, Moment. Ja, ich hatte einfach Lust drauf und habe mir gedacht, Mensch, was macht man so vor Weihnachten? Richtig, eine schwere Mission. Ja, und vor allem, da ich ja jetzt so ein paar Tage Urlaub habe, habe ich gedacht, nimm's mal wieder auf. Nur beziehungsweise hatte ich sowieso schon vor, eigentlich schon seit Samstag, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Was natürlich total nervte. Alter! Aber was willst du machen? Dann machst du nichts, guckst du doof. So, erstmal die da weg. Ja, ein paar Ritterchen auch noch weghauen. So, zack, zack, zack. Fertig. Ich muss aber gucken, dass ich natürlich nach vorne komme. Oh, hi. Na, super. Hat ja aber viel gebracht. Zack. Rasiert, Alde. Ja, und ich habe es euch ja schon in der letzten Folge gesagt. Ich bin ja tierisch in Weihnachtslaune. Und freue mich da mega fett drauf. Nee, ohne Scherz jetzt. Also seit ein paar Jahren schon lange nicht mehr bin ich ja so heiß drauf, was ich bekomme. Wenn sich diese Türen öffnen, ist die Hölle los. Kämpf dich durch. Beziehungsweise ich wusste ja immer, was ich bekomme. Und dieses Jahr ist echt seit langem, dass man das nicht mehr weiß. Finde ich gut so. Und ich glaube, ich werde mal ein Foto von unserem Weihnachtsbaum mit dem Geschenk machen. So voll sah es lange nicht mehr aus. Ja, irgendwie ist es über die Jahre, desto älter man wurde, irgendwie, ja, so, naja, so Larifari geworden. Und jetzt, da ich seit einem guten Jahr mit meiner Freundin hier zusammenlebe, ist das jetzt echt so wie früher. So, keiner weiß, was er bekommt, viele Geschenke, irgendwie ist die Laune ganz anders geworden dadurch. Das liegt aber echt sehr an ihr, weil, weiß ich nicht, sie feiert natürlich nicht Weihnachten, wer noch nicht weiß, sie ist halt keine Christin. Und ja, deswegen ist das halt anders so. Aber die ist ja ganz locker. Sie sagte, hey, Weihnachten ist schön. Sie fand auch früher immer Weihnachten schön, auch wenn ihre Familie keinen Weihnachten feiert. Ich fand es immer schön mit den Lichterketten und alles. Finde ich toll, dass man so drauf ist. Und ich habe echt Munitionsmangel hier, merke ich gerade bei der Hauptwaffe. Das ist ja echt mega, bei der Primär. Alter, lass mich doch mal ein bisschen erstmal zielen. Bist ja einen kleinen Nervbündel, ne? Du da hinten. Naja, schießt du mal. Zack, nimmst du das. Ja, tut dir weh, ne? Also, ja, ich wollte eigentlich die Spezialmuni. Zack. Fertig, Alter. Ja, so sieht das doch aus. Ich hatte am Anfang einfach zu wenig, als ich die Premierwaffe gewechselt habe. Von der alten auf die hier. Hey, jetzt nur 75 Kugeln, oder was das so war.
Ja, natürlich ein bisschen wenig, ne? Ich wusste doch, da gab es eigentlich mehr Kugeln für die Knarre. Hoppidu. Bitteschön. Das kann jetzt etwas blitzen und wehtun. Ja, ich lasse ihn gar nicht mal eben atmen. So gehört sich das. So, alles hier. Durch, alles klar. Ich hoffe, wir kriegen wieder so tolle Sachen wie in der letzten Folge mit der Waffe hier. Die 290, das war ja sowas von mega geil. Kriege ich nicht, muss ich jetzt überlegen. Ich habe hier Kaballe. Ich meine, durch den Netzwerkschlüssel würde ich doch mehr Glimmer, oder? Kaballe kann ich verwenden, immer wieder ins Achso, für den kryptarchen Turm. Nein, nee, ich meine, wo war das nochmal für die Kaballe? Ja. So. Weil wenn ich die schon hier habe, kann ich auch natürlich ein bisschen mehr Glimmer einpacken. Bitteschön. Ne, man sollte ja nichts hier verschenken. Ein bisschen mehr Glimmer kann man ja einpacken. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Aber wenn nicht, scheiß da drauf. Glimmer kriegt man ja immer. So. Höhlenbruch. Savannah, wir sind drin. Was steht jetzt an? Das Kabalprotokoll besagt, jedes Schiff, das abstürzt, in die Luft zu jagen. Wenn sie das nach so langer Zeit nicht getan haben, dann muss das die Operationsbasis sein. Sie suchen etwas auf dem Grabschiff. Finde heraus, was sie über Oryx wissen. Ja, was mich aber so bei euch interessieren würde, weil das Jahr 2015 ging zu Ende. Wie war so für euch das Jahr 2015? Also wir müssen jetzt nicht von privat. Ich meine so, sagen wir mal so Games. Ja, gehen wir einfach mal Games an. Für euch die Highlights. Und bitte kein Gemeckere untereinander. Wenn einer irgendein Spiel nennt, der sofort, scheiße, hast keinen Geschmack. Bitte nicht. Einfach ganz und ehrlich, was für euch die Highlights waren. Ob Indie-Games, ob die Blockbuster-Titel oder, ja, Adventure, ist mir egal. Wie gesagt, wie gut oder schlecht ein Spiel ist mir völlig egal. Mich interessiert nur für euch einfach die Highlights, womit ihr euch einfach mehr beschäftigt habt. Und was ihr für nächstes Jahr erwartet. Eine Fortsetzung oder was ähnliches. Oder vermutet ihr, ob irgendwelche Firmen vielleicht sogar dicht machen, aufgekauft werden? Also könnt ihr mal ruhig reinschreiben in den Kommentaren. Das würde mich verdammt interessieren. Dann können wir mal so kicken, was so rauskommt. Wie gesagt, auf sowas bin ich immer neugierig, sowas finde ich immer toll. So Geschmäcker von anderen zu erfahren. Ich weiß, es gibt ja viele. Oder wie viele ich das so hatte, wenn man so untereinander sich unterhält, so in einer Gruppe. Da sagt man zum Beispiel ein Spiel. Ha, was nimmer denn jetzt? Was könnte man jetzt als allgemein als schlechtes Game? Ja, sagen wir mal, einer findet Kinect Star Wars geil. Ja? Finde ich okay. Vielleicht ist es ja auch gut. Vielleicht kennt ja was im Spiel, was so vielleicht einer kaum weiß und vielleicht das dann interessant macht. Aber sofort wird man dann von anderen gehatet. Das finde ich dann nicht so toll. Man kann ja sagen, okay, ist nicht mein Ding, aber nicht sofort sagen, hast du einen Scheißgeschmack, bist du ein Idiot. Oh, scheiße. Kindergame oder weiß der Kuckuck. Ah, da taste ich immer auf Erbrechen. Ganz ehrlich. Aber dann distanziere ich mich immer. Also dann gebe ich keinen Kommentar ab, weil ich dann keinen Bock darüber zu diskutieren. Also das ist dann meine persönliche Meinung, wo ich mir denke, ey, wenn er meint, das gut zu finden, dann lass ihn das doch. Ne, da traust du dich ja schon fast gar nicht mal offiziell zu nennen, was du gerne zockst. Ja, aber das, sowas finde ich interessant, weil es gibt ja selbst bei vermeintlichen schlechten Games gibt so geile Sachen, wo man denken würde, ey, Alter, jetzt im Ernst? Und Blockbuster-Titel haben sowas nicht zum Beispiel. Zum Beispiel jetzt King's Quest, was jetzt rauskam. Ich kann euch sagen, ich kenne einige, das sind ja aber jetzt nicht die Best Friends oder sowas, aber ich kenne so einige, die würden King's Quest zum Teufel heraus schlecht reden. Obwohl, und das ist das Ganze, obwohl die King's Quest noch nie gezockt haben. Nicht mal namentlich vielleicht vorher gehört haben. Nicht mal wissen, dass es vorher eigentlich ein altes Game ist und für Hardcore-Fans wieder neu gemacht worden ist. Und richtig gut. Also ich kenne King's Quest nur vom Namen. Früher auch nie gezockt. Aber das, was jetzt rauskam, tierisch geil. Ja, und das frage ich mich wirklich so, was ist euer Ding
Und oh, was erwartet ihr fürs nächste Jahr? Terminal befindet sich in der Nähe. So, ihr kriegt erstmal einen Blitz ab und du darfst da hier ein bisschen rumdancen. Was haust du da jetzt ab, mein Freund? Was bringt dir das? Oh, das bringt dir. Ja, mach das. Wow, Alter. Ja, jetzt wollen wir hier nicht übertreiben, ne? Also. Hat er jetzt mal aber ein bisschen, ne? So, Digga. Was ist jetzt mit dir? Ey, der geht mir aber ziemlich am Keks. So, noch. So, mein Freund. Hier. Nimm das. Falls das Blitzen hier Spaß macht. Zack. Boah, ich habe aber jetzt echt gerade noch gedacht, ich sterbe. So, wo wolltest du jetzt mit mir hin? Da, genau. Ich hoffe, ich krieg jetzt gute legendäre Marken, weil ich will da einfach nur haben. So. Zack. Na, ich bin gleich da. Och, das ist fies. Och. Und mit deinem. Ey, Oma. Ich habe jetzt seitlich dich angegriffen mit Nahkampf. Und dein Schild blockt alles. Ja, nie ist klar. So eine Laberbacke. Und ich hasse diese Viecher. Ich hasse die, beim Teufel komm raus. Bleib mal hier. So. Krass, kann ich jetzt mal hier einfach mal Luft nehmen. Dankeschön. So, was haben wir jetzt hier? Ein bisschen scannen. Eine Karte. Moment mal. Die Kabale haben Oryx aufgespürt. Er wird im Zentrum des Grabschiffes beschützt und kann nur durch etwas, das Riss genannt wird, erreicht werden. Ja, perfekt. Muss sich um eine Art Portal handeln. Haben die Kabale eins gefunden? Eins ihrer Teams ist gerade auf dem Weg dorthin. Dann schlage ich vor, dass du zuerst dort sein wirst. Was war das hier jetzt? Verbesserte Handhabung. Ja. Verbesserte Zielhilfe nehme ich immer. Alles, was mich positiv nur stärkt, wird genommen. Aber ich glaube, hier kommt doch diese Echo von Oryx Gedöns, ne? Hab ich schon ein blödes Gefühl. Aber hier... Ja, das macht mich schon ein bisschen niedriger. Nehmen wir das. Einfach bleiben wir bei dem. Ja, so ein ganz blödes Gefühl. Was für ein ganz blödes Gefühl. Bald deswegen noch meinen Super, aber wie ich ihn kenne, ich glaube, er kann doch die Kraft entziehen, ne? So habe ich das im Kopf. Also die Superenergie, dass er die entziehen kann. Muss aber nicht unbedingt sein, ich habe darauf echt keinen Bock. Ach Gott. Ja, genau, jetzt wird's wieder. Bossfight. Gleich, glaube ich, ne? Schalümpchen. Ja, Wunderklärchen. Ja, genau. Er wird entzogen. Ja, dann kommt gleich das Echolein. Oh, hoffentlich packe ich das. Drückt mir die Daumen, liebe Freunde. So. Ja, Hexe hier, Hexe da. Ich weiß nur, gleich wird der Dicke hier entführt. Wir haben das Kabalteam, das zum Riss wollte, gefunden. Sie sind in der Minderheit gegen die Besessenen. Vergiss das Sprichwort, der Feind meines Feindes. Wenn sich etwas zwischen dich und den Riss stellt, räum es beiseite. Oder ist es nicht da, wo ich erst erfahre, dass ich was Spezielles machen muss? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das finde ich auch bei euch fies. Ja, kommt, teilt euch auf. Macht Party oder sowas. So. Ja, ist klar. Ich hasse die. Noch schlimmer als ihre Original. Ohne besessen. Wenn du nicht schnell bist, ja, dann teilen die sich auf. Ja. Die Kabale können nicht länger standhalten. Ey. Nein, Alter. Das ist so eine unendliche Geschichte. Ey, immer einer. Jetzt gib mir den. So. Oryx hat gerade einen Zenturio rekrutiert. Er soll sich nehmen, was er will.
Er wird nicht mehr lange genug existieren, dass es einen Unterschied macht. Ja. So viele von diesen Katastrophenbrüdern haben wir jetzt hier. Unendliche kommen dann. Ich hasse das. Muss ich wirklich auf den Kopf? Und immer wenn ich denke, boah, du hast ihn gleich getötet, teilen die sich auf. Da! Boah. Ich sag ja, die sind so nervtötend. Und noch irgendwo was, irgendwie turnt hier noch einer rum, ne? Da ist ein Kabale, wie man das hört. Ja. Das muss der Riss sein. Harris, was haben Sie als nächstes vor? Tolan sprach von Statuen, die die Schar zur Navigation der Risse benutzt. Wir werden nach ihnen Ausschau halten. Ich muss gleich gucken, wie ich das geschickt anstelle. Ja. Ich glaube, die Statuen. Da ist einer. Ich hoffe, überlebt hat. Mal sehen, ob sie noch aktiv ist. So, da mal ein. Oh. Sie ist mit dem Riss verbunden, aber ich habe keine Ahnung, wie die Schar sie kontrolliert. Versuchen wir es mit einer anderen Statue. Ja, hier haben wir die nächste. Und wo war nochmal die letzte? Ja, die Statuen kontrollieren, wohin die Risse führen. Sie könnten uns zu Oryx befördern. War nochmal die letzte. Guck mal, die letzte, ich glaube, ich hatte schon mal die Schwierigkeit. Ich bin da wieder blind, aber total. Ja, das war die erste unter. Zweite hier, ist klar. War nochmal die dritte. Wo war nochmal die dritte? Wo habe ich nochmal? Die sind eigentlich ganz in der Nähe. Ich weiß auch nicht, warum ich sie so anstelle wie so ein abgelaufener Joghurt. Kannst du mir jetzt auch nicht gerade eben verraten, wo die dritte ist, ne? Ja, nehmen wir die hier so lange. Bis wir die dritte haben. So. War das jetzt nicht? Alter. Ich habe den Geist so rausgeholt. Jetzt stell dich nicht so an wie ein Mädchen. So. Mein Gott. Es ist tot. Doch am Riss geht etwas vor sich. So, hole ich direkt die große Wumme. Die dicke Bertha. Also ich muss ja jetzt erstmal noch aktivieren. Der Riss öffnet sich. Die Leibeigenen werden dein Licht ersticken. Und? Unterschätze sie nicht so, wie Talo es tat. Muss ich nicht... Muss ich jetzt wirklich gegen die kämpfen? Ich wollte nur mal. Ich muss näher ran. Sonst wird das hier nichts. Ja, was ist jetzt? Ich bin hier. Na? Hier! Wollt unbedingt, dass ich hier runterkomme, ne? Ah, ihr seid doch aber pfiffige Kerlchen. So, ich versuch mal. Wie war das? Ich glaube, ich sollte durchversuchen. Aber ging nicht, genau. So. Jojo. Kommt mal hier mal alle rüber. Einmal alle hier rüber. Nur mal ganz kurz. Ja, perfekt. Und bitteschön. Ich liebe das. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ja. Hoch. Komm. Das wird mir jetzt ein Bund. Oh, 4 Sphären des Lichtes halt. Ja, perfekt. Das bringt aber jetzt keinen. So. So. Ich bin jetzt leider runtergejumpt, das ist natürlich jetzt ganz blöd. Gab's da nicht irgendwie einen Stopp von denen? Hallo? Da war doch was.
durch. Ja, versuch ich so die ganze Zeit. Schätzelein. Geht nicht. Ich denke nicht, dass wir diesen Weg nehmen. Dann ist es also wahr. Nur die Aszendenten sind in der Lage, einen Riss zu öffnen. Genau. Etwas Aszendentes tritt gerade hindurch. Ja. Ja, ganz genau. Jetzt kommt der dicke Böse. Jetzt kommt der dicke. Ja. So. Freut sich doch der Papa, dass es gleich hier wieder lustig wird. Na. Ich glaube, meine Pupille eitert. Der schon wieder. Ja, ja. Ich glaube, das war jetzt nicht so gewollt. Geplant. Danke. Kann ich mal eben Luft schnappen? So. Alter, du sollst auch sterben. So. Ja, was willst du? Ja. Alter. Ich hasse das, wenn es vorbeigeht. So, durchgeht. Gehen wir nochmal unter. Ich krieg zu viel. Ich hasse das. Das war's. Ach, ich habe was vergessen einzusetzen. Ich Depp. Aber egal. Nämlich 3 der Münzen. Man kann ja nicht alles haben. Ich vergesse das gerne. Der Riss ist geschlossen. Er öffnet sich nur für einen der Aszendentenschar. Wie kommen wir dann an Oryx heran? Verwandle dich in deinen Feind. Werde zu einem Aszendenten. Wir kümmern uns darum, Hüter. Gehe zurück zum Turm, wenn du kannst. Ja, ich bin ja unterwegs. Ja, ich habe das vergessen mit den scheiß 3 Münzen. Och Gott. Ich liebe das, wenn ich manchmal echt von 12 bis Mittag denke. Und vor allem die ganze Zeit denkst du dir, ey, du musst die 3 Münzen essen. 3 Münzen. Und dann vergessen. Wie viel habe ich da eigentlich von den Viechern? Noch 8, ja, ist ja noch gut. Ist ja, ja. Ich bin ja aber dabei, wieder die seltsamen Münzen zu sammeln, um die 3 der Münzen zu bekommen. So, natürlich nix, aber ich habe ja noch 1-2 Engramme. Vielleicht habe ich ja Glück, dass da wieder was Nettes, Gedropptes kommt. Denn ich will unbedingt loslegen. Ich will Klamotten, ich will Raid machen. Und ich glaube, für normal reicht das, wenn man, glaube ich, Licht 295 ist. Ich meine, klar. Desto höher, desto besser. Machen wir daraus keinen Akt, aber jo. Ne? Ich kann jetzt erstmal nur mit 295. Vielleicht wenigstens den Normal-Rate, um ein paar Klamotten zu bekommen und dann vielleicht dadurch den Level zu steigen. Und dann kann ich mich eigentlich vielleicht so langsam, aber sicher mich um die anderen Charaktere kümmern. Wie zum Beispiel meinen Titan. Der wird wahrscheinlich einen schönen, ja, ich glaube, der hat einen schönen Level-Boost bekommen. Weil ich hatte so ein paar Klamotten für den Titan, hab dann ihm das gegeben, oder ihr, ihm, besser gesagt, und auf einmal, wupp, ganz schön gut gestiegen. Und ist gerade mal am Anfang hier der Kampagnenmission, sage ich mal. Aber dass ich ab und an mal mit dem Titan da rum, ach, ja, mit dem Titan da so ein bisschen rum arbeite. Und außerdem möchte ich noch wenigstens ein Kampagnenlevel zeigen, nämlich wie er... ja, diesen Hammerfähigkeit bekommt. Ja. Und dann natürlich mit meinem Jäger selber. Aber mit meinem Jäger, ey, da muss ich aber echt viel tun, weil beide Fähigkeiten, die man ja standardmäßig hat, sind noch nicht gelevelt, voll gelevelt. Deshalb, ja, ne? So. Erstmal zu dir. Boah. Boah. Ganz in Red. Alle Geister. Der Hüter der Oryx in Sahara. Jo. So, gucken wir erstmal nach der Waffe. Lichtpartikel. Okay. Eine gute Waffe. Gucken wir nach der Waffe, wenn die so gut ist, wie du behauptest. 265, finde ich schon mal scheiße. Aber vielleicht kann ich das, wie gesagt, mit anderen Charakteren mal geben. Und. Das sagst du immer.
273, das ist schon kacke. Das ist schon Mist. So, ich hab ja... Ich könnte es doch mal wagen, ne? Soll ich das mal wagen? Das sind schon 60 Münzen. Ich könnte es probieren. Oder ich warte, bis ich... Ja, ich warte, bis ich nächsten Level erreicht. Ist ja so gut wie fast erreicht. Und dann vielleicht kaufe ich mir mal eins. Aber gut, liebe Freunde, wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Destiny. Wenn es euch gefallen, dann gerne ein Däumchen nach oben. Und wie gesagt, vergisst es nicht, schreibt es in den Kommentaren. Und ja, sind wir mal gespannt, was dann auch das nächste Jahr beschert. Wie es bei mir weitergeht, könnt ihr euch schon ahnen. Aber ich mache mal, glaube ich, ein Infovideo dazu, wie das zukünftig aussieht bei mir. So, ich hau ab, wiedersehen und tschüss.